So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppüchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Weißt du, was wir brauchen? Eine genaue Vermessung des Tags. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was hier alles noch machbar ist, ne? Rede mit dem Lehrmeister. Wo? Mit dem will ich mal sprechen. Ja, das PS Remote Tool. Ich bin immer noch nicht weitergekommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum ich keine 1080p kriege. Zumindest in der Aufnahme. Ich kann stretchen, alles okay. Aber irgendwie habe ich das, glaube ich, mal beim letzten Mal gezeigt oder bei Dingsbums. Also guckt euch da irgendwo mal um. Du wolltest mit mir sprechen? Tja, du weißt besser als sonst wer, dass es da draußen gefährlich ist. Ja. Und nicht nur wegen der Maschinen. Ich bin Orduk. Das ist mein Trainingsplatz. Der beste Ort für Nahkampftraining diesseits des verbotenen Westens. Tja, wer würde im Kampf wohl gewinnen? Du, die Retterin von Meridian, Streiterin des Ostens. Oder das Fortdauern, Meister des Westens. Wer? Das Fortdauern. Zu trinken vergessen. Ein legendärer Tenakt-Krieger, der Meister der Meister. Es heißt, die Tenakt hätten Trainingsplätze wie dieser hier. So werden ihre Krieger so stark, verstehst du? Und nur wer auf dem Platz am besten ist, darf mit dem Fortdauern trainieren. Um das Fortdauern zu finden, müsste ich also Ausschau nach solchen Trainingsplätzen halten. Da stünde dir ein weiter Weg bevor. Von den Tenakt gibt es drei Clans. Drei Clans, drei Hauptstädte, drei Trainingsplätze. Ich schätze, du müsstest sie alle besiegen, um mit dem Fortdauern zu trainieren. Das heißt, falls die Tenakt dich nicht sofort töten. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn für den Augenblick biete auch ich dir Prüfungen für dein Kampfgeschick. Wer wäre mein Gegner dabei? Du? Ja, du bist die Retterin und all das, aber du musst erst alle anderen besiegen, um mich herauszufordern. Wir benutzen aber nur stumpfe Klingen und Übungspfeile. Sonst würden diese Trunkenbolde sich gegenseitig aufspießen. Du musst bis auf Speer und Übungspfeile alles am Tor zurücklassen. Aber keine Angst, ich passe auf deine Sachen auf. Also, was sagst du? Lust auf ein Training? Da mache ich natürlich mit. Das höre ich doch gern. Ich meine, komm schon. Nahkampfplatz, Kettengrad. Ja, sind dazu da. Tutorials, Herausforderungen. Okay. Leichte Angriffe, schwere Angriffe, Wuchtangriffe. Ja, ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da... Dass sie dich nehmen. Ja, das interessiert mich nicht. Sorry, bei aller Liebe. Stufe 32. Ja gut, das ist ja dann sowieso erstmal... Ach so, das ist was anderes. Ja, hab ich doch. Willkommen zurück, Retterin. Lust auf ein Training? Ach, machen wir mal Wuchtangriffe. Ja, du. Angriffe durchbrechen die Abwehr und richten massiven Schaden an. Doch sie sind langsam und du verwundbar. Also achte aufs Timing. Okay. Super, fortfahren. Ja, okay. Die Angriffe sind schnell, aber leicht zu blocken. Also übe sie mit anderen zu kombinieren. Ja. So, machen wir erst nochmal die schweren Angriffe. Dann sollte der Käse eigentlich gegessen sein. Aber mehr habe ich eh nicht freigeschaltet. No!
Mit denen so Kombis. Schwere Angriffe durchbrechen die Abwehr und sind stärker. Aber sie sind langsam, so können deine Gegner kontern. Das ist schön. Ja, nee. Hab mir jetzt nochmal Far Cry 6 geholt. Ich habe ja Far Cry 5 so abgöttig gefeiert. Schön, dich wieder. Na gut, dann hat sich das doch auch gegessen. Fortdauern. Irgendwo im verbotenen Westen lebt eine Tenak-Legende, die nur als Fortdauern bekannt ist. Wer sich das würdigerweise hätte, das Privileg, von dieser Legende zu lernen. Ach so, ja. Das Schatten im Westen 2000. Ja, das ist. Ich glaube, jetzt bin ich mittlerweile am Punkt angelangt, dass ich da nicht mehr weitermachen kann. Mach ich einfach mal mit der Hauptquest weiter. Würde ich sagen. Das ist eine Unterwasserhöhle, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil da war ich nämlich schon. Ich habe immer eine blockierter Weg, fehlendes Werkzeug benötigt. Unbekannt. Unbekanntes Lagerfeuer, okay. Unbekanntes Lagerfeuer, da ist eine neue Quest. Okay, dann würde ich sagen, reisen wir mal dahin. Ja, gucken wir mal, ne? Ich bin mit meiner Webcam eigentlich immer noch zufrieden, auch wenn die nur 30 FPS kann. Aber auf der anderen Seite, warum? Ach stimmt, ja, ich spiele ja nicht mehr auf der PS4. Dementsprechend sind die die Ladezeiten etwas geringer. Jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfinden. Ich habe nämlich wieder etwas länger längeren Tag bei Ghost of Tsushima rumgeeiert. Neue Quest in 80 Metern. Hier gibt's eine neue Quest. Hier gibt's eine neue Quest. Da krieg ich bestimmt eine Chest. Da will ich eine Chest. Kann ich dir helfen? Das musste heute sein, ja? Fuck. Hey. Was ist passiert? Was? Was geht dich das an? Und dich? Eigentlich nichts. Mein Tag war schon ziemlich mies und jetzt haben sich diese zwei Idioten auch noch ausgerechnet meine Schicht zum Bergsteigen ausgesucht. Der halb so wild, wenn der hier nicht so schwer wäre. Was? Zwei Idioten? Stottere ich? Ja, zwei. Ich habe einen rufen hören, da oben. Sie hatten wohl die Wahl, scharfe Klauen oder tiefer Fall. Da braucht jemand Hilfe. Willst du nicht irgendwas machen? Selbst schuld. Und ich habe hier schon genug zu tun. Dann machen wir das. Nicht. Im Ernst? Du etwa im Ernst? Ja, hilf du den da unten, ich mach das oben. Signale der Sonne. Ich sollte losklettern. Ja, das kriegen wir hin. Hallo, geh doch nach oben, nach oben! Och, das Klettern haben sie echt beschissen gemacht. Das hat in Zero Dawn so super funktioniert. Aber nein. Wir müssen das ja unbedingt ändern. Da kann auch eine gute Story nicht viel machen, wenn die Steuerung halt irgendwie blöd ist. Weil man da irgendwie alles erneuern muss. Anstatt Never Touch Your Running System. Ne? Da kann auch die beste Story nichts mehr machen. Naja, ich lebe damit. So ist es ja nicht. Aber ich finde es halt nicht optimal. Irgendwie ist das alles. Im Übrigen habe ich mir den Play. Ja, nee, ist egal. Das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun. Ja. Wenn ich vom ersten Teil nicht so gehypt wäre, hätte ich den wahrscheinlich nach einer Weile liegen lassen. Und ja, ich habe den Vollpreis für das Spiel bezahlt. Den Download-Code habe ich meinem
Kollegen geschenkt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich sollte vielleicht mal ein paar Pfeile herstellen. Wo muss ich denn jetzt hin? Nein, weg von mir, du Eimer voll Schrott. Warte mal, mache ich eigentlich mittlerweile genug Schaden? Jawohl, super. Ja, ich weiß. Lass mich doch mal machen. Ach nee. So, jetzt musst du aber warten. Du hast dich immerhin selbst in Gefahr gebracht. Jetzt hole ich mir erstmal den ganzen Mist hier. Ja, Steine brauche ich jetzt nicht zwingend. Ja, das kriege ich hin. Ich würde gerne mal wissen, was sie die ganze Zeit hier so macht. Mann, Mädchen. Bist du verletzt? Geht schon. Na, siehst du. Mein sogenannter Leibwächter. Bist du ihm begegnet? Er war schwer zu verfehlen. Er ist tot. Puh. Das hat man dann wohl davon, wenn man in der Taverne den erstbesten Kerl anheuert, der angeblich Erfahrung mit der Maschinenjagd hat. Wenigstens muss ich ihm jetzt nichts zahlen. Was willst du denn hier oben? Das hier war mal ein Signalturm. In seiner Mechanik ist eine Linse verbaut, die in sehr gewissen Kreisen äußerst wertvoll ist. Ah, von denen habe ich schon ein paar. Und da die Kaja den Turm abreißen wollen, dachte ich, ich könnte die Linse retten, bevor sie zerstört wird. Hol sie für mich und die Linsen aus den anderen Türmen. Und ich werde dich sehr reich belohnen. Okay. Also bist du eine Diebin? Ich bin eher eine Opportunistin mit einer guten Nase fürs Geschäft. Hör zu, die Kaja werden die Türme sowieso abreißen. Für sie sind sie wertlos. Sie wollen jetzt mit den Tenakt auf gut Freund machen. Also ein Verbrechen ohne Opfer. So eine Chance. Sag das deinem Freund da unten. Selber schuld. Ist mir ein bisschen... Warum machst du es nicht? Na, auch ohne den verletzten Knöchel bin ich doch auch nicht nur annähernd so geschickt wie du. Komm schon, es wäre doch wirklich schade um die Linse. Ich meine, ich verstehe ihren Punkt. Mein Vater hätte das auch nicht gewollt. Aber die ist mir jetzt auch nicht unbedingt... Dein Vater, ist er auch ein Dieb? Verzeihung, Opportunist, ja? Nein, er hat die Türme entworfen. Bevor er gestorben ist. Deshalb weißt du also von den Linsen. Ja. Du hast mal ein längeres Kabel genommen. Ich kann mich auch mal nach vorne beugen, ohne dass das Kabel hier gleich einen ungesunden Knick macht. Das war also mal ein Signalturm. Ich hätte aber doch ein längeres, aber ich denke mal, wenn ein Meter nicht ausreicht, um den PC hier unten mit meinem Controller zu verbinden, damit ich Remote Play benutzen kann. Wenn die Tenak kam, was auch immer das gebracht hat. Du kannst dir wohl vorstellen, dass die Kaja keine Kosten und Mühen gescheut haben. Und die teuren Linsen brauchen ein neues Heim, bevor die Türme zerstört werden. Ja, das kriege ich hin. Tja, ich habe schon welche gefunden. Na, sieh mal an. Du bist wohl auch eine Opportunistin, was? Dann will ich sie dir gern abnehmen. Das hier sollte ein schöner Lohn dafür sein. Eine schöner Lohn? Ich bin schließlich eine ehrliche Haut? Das stimmt. Danke. Muss man sagen. Aloy. Rayna. Okay, Aloy. Wenn ich soweit bin, kehre ich nach Fahrlicht zurück und pflege meinen Knöchel.
Aber ich bleibe hier, wenn du mir diese Linse aus dem Turm da holen willst. Kein Stress. Ich sag's nur. Es lohnt sich, versprochen. Mal sehen, was ich tun kann. So, was habe ich jetzt bekommen? 600. Ist jetzt nicht verkehrt. Okay, bin drin. War jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Ja, ich sollte vielleicht einen sicheren Stand haben. So. Na komm. Na. Zieh. Jawollinge. So musstet. Ja. Ich muss nur gucken, wie ich da... Hinten. Ups. Kann ich nicht einfach... Ja, wollte schon sagen. Ups. Ja, ins Wasser will ich jetzt nicht unbedingt. So. Zieh. Ja. Aua. Oho. Das hätte normalerweise mindestens... Alles kaputt. Ja gut, wenn sie die eh einreißen wollen, dann habe ich jetzt auch relativ wenig Mitleid damit. Müssen wir mal ehrlich sagen. Ich weiß mal nicht, wie du dich da hochgezogen hast. Ich hätte jetzt eher... Warte mal, mit Kreis lassen. Ne, mit Viereck, ne? Ja. Okay. Dann will ich mal hier rüber. Ups. Das war jetzt nicht so geplant. Aua. Wo laufe ich denn hier überhaupt lang? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich bin jetzt hier runtergefallen. Das ist super. Ich will doch... Och Mann. Muss ich jetzt hier wieder... Nee, das ist... Ich... Ja, wollte schon sagen. Ja, genau das ist immer so ein bisschen... Ja, abseilen will ich mich eigentlich nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei solchen... Eins der Signalgeräte. Hier könnte ich eine Linse für Rayna finden. Ja, dann... Hab die Linse. Die kann ich Rayna anbieten, wenn ich sie wieder treffe. Ich hab doch abseilen gedrückt. Irgendwie ging das bei Zero Dawn wesentlich flüssiger. Gut. Muss ich gucken, wo ich... Och, nee. Rayna, wo ist die dann? Ich hätte nicht hoch... Oh, ich hätte nicht runter sollen. Ja, das war jetzt nicht so optimal. Na gut, muss ich wieder zurück. Also keine Ahnung, was das Vieh da macht. Oder gemacht hat. Aber zu suchen hat es da bestimmt nichts. Hallo, ich will... Warum tut die sich so schwer, wenn die an der Kante steht? Ich sollte vielleicht diese Pfeile nehmen, wenn ich auf Jagd bin. Jawohl. Ich weiß nicht, warum die sich so schwer daran tut. Ich meine, ich drücke den Stick nach oben und manchmal hat die echt Probleme, an sich an der Kante hochzuziehen, weil der Charakter nicht weiß, was ich will. Ich will nach oben. Danke.
Das macht dann halt das Klettererlebnis wieder so ein bisschen... Meh. Viel zu viel. Viel zu viel klettern und dafür viel zu schlecht umgesetzt. Und ich wette mit dir, das wird nicht weniger. So, wo ist die dann hier? Was? Wie unten? Hä? Ich sollte doch erst nach oben. Und jetzt nach unten? Doch, komm schon. Ernsthaft. Ich fühle mich so leicht verarscht. Och, komm schon. Ja, ich habe wahrscheinlich doch bei einem Nachfolger viel mehr zu bemängeln als am Vorgänger. Und irgendwie gefällt mir dieses Gelaufen nicht unbedingt. Ich muss mir mal von Windows dieses HDR-Erweiterung installieren. Und es ist halt interessant, dass das Geld kostet. Auf geht's. Vielleicht kriege ich dann auch die passenden Einstellungen hin. Das wäre das Einzige. Hast du mir was mitgebracht? Hab, was du wolltest. Ah ja, die 99 Cent. Ich hätte es nicht besser machen können. Hier, für deine Mühe. Lass mich wissen, wenn du mehr davon findest. 15 Metallscherben, Glühglanzsplitter und Bronzebarren. Ich habe Bretter vorbereitet, falls jemand eine Runde Streit spielen will. Nein. Nein, ich will jetzt mit meiner Quest weitermachen. So. Ich habe hier noch einige. Was haben wir denn? Die Todbrüche abgeschlossen. Dahin kann ich reisen. Okay, was haben wir hier? Rebellenlager. Finde das Rebellenlager nördlich von Fahrlicht. Himmelsgleiter-Areal. Was haben wir hier? So, ich würde mir die Quest gerne mal angucken. Rebellenlager, östliche Lager. Nahkampf. Weißt du was? Das machen wir. Warum nicht? Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt hier nicht die Spiele, die beiden, Ghost of Tsushima und Horizon Forbidden West, werde ich jetzt nicht unbedingt schnell durchpetzen, damit die Spiele fertig sind, weil ich habe Spaß an den Spielen, ich habe Freude daran aktuell. Und dementsprechend werde ich die auch bis zum gewissen Grad genießen. Dementsprechend ist mir das egal, ob ihr das jetzt zwar am Anfang gefeiert habt, später dann nicht mehr, habe ich ja auch schon die Rückmeldung bekommen. Wie lange geht das noch? Und da denke ich mir so, ja, das sind Riesenspiele. Also, vor allem Ghost of Tsushima habe ich gesagt, das wird riesig, dafür muss man sich einstellen. Haben dann die Zuschauer gesagt, ja, sind wir dabei. Dann möchte ich aber auch... Hallo, ich will... Na komm. Dann möchte ich aber auch, dass die Leute auch zu ihrem Wort stehen. Ne? Lieber Justin. Das ist doch dieses Himmelsgleiter-Areal. Was ist denn das für eine Maschine? Hallo Fuchs! Sorry, aber Fuchsknochen sind jetzt vielleicht gar nicht
Ah, das ist wieder. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Wildfleisch-Fuchs haut reichhaltiges Fleisch. Gut, das habe ich voll. Ich bin noch nicht so nah dran. Sieht schon ein bisschen übel aus hier. Du weißt halt nur nicht, ob das so eine gute Idee war. Die Rebellen scheinen außer den Maschinenfeichen auch ein Lager zu haben. Ich sehe lieber nach, was die vorhaben. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich muss aufpassen. Easy. Easy. So, hat keiner gesehen, ne? Was sind die Rebellen? Diese glorreichen Halunken. Sollte eigentlich... Ja, das, guck mal, das kriegen wir alles locker hin. Ich meine, easy. Nicht auf. Wo gibt's denn noch was? Da. Ich weiß halt nicht, ob da ein normaler Bogen für ausreicht. Na, kommt her. Put, 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 put. Da ist sie! Da! Wir haben sie! Du wirst langsam! Unterstützung leisten! So, diese Lümmel. Ich finde es halt interessant, dass es solche Sachen, dass es immer menschliche Gegner sein müssen. Immer. Nicht nach dem Motto, okay, wir haben eine Zombie-Apokalypse oder irgendwie Probleme. Nein. Wir raufen uns mal zusammen. Nein, es muss immer irgendwie ein Problem. Es muss immer irgendwie menschlich sein. Zum Beispiel Days Gone. Freaks. Und so weiter und so fort. Und eine Zombie-Apokalypse und du hast mehr als genug Probleme. Ich könnte diese Wand hochklettern. Vielleicht komme ich so ins Lager. Blöd gelaufen. Gut, nein, es gibt... Um herauszufinden, was hier los ist, muss ich denjenigen finden, der die Leitung hat. Ah, der Fokus erkennt also auch, ob Männlein oder Weiblein. Ich mach doch nichts. Ich bin doch ganz normal hier. Du wirst um einen schnellen Tod betteln. Ich ziehe weiter. Ja, zieh doch weiter, Mädchen. Das werde ich genießen. Das hast du für gut zielen. Ich will jetzt nicht sagen, das war ein Problem, aber... Hat die gerade im Busch in Brand gesetzt? Also sowieso keine Ahnung, wo ich stehe, oder?
Du hast keinen Helm auf, du bist nicht mal... Junge, du kannst dich mal... Also mehr als 10 Schaden könnte ich schon machen. Also ich habe alles hergestellt. Ja, vielleicht sollte man mit Scharfschutzballen schießen, aber... So, der ist weg. Ja, dann komm her, Bubi. Wo ist der denn? Da. Ich kümmere mich gleich um diese Kackfliege. Die sind halt auch immer nervig, ne? Also wirklich optimal am Abfacken. Lauf doch nicht zurück, du Lappen. Wo ist noch einer? Machen wir erstmal heile hier. Auch nicht wegkommen. Ich will euch an den Sack. Jawollinge. Ja. Kopfschuss. Hülü. Ja, Steine brauche ich nicht. Ich will einfach nur ein bisschen... Was hast du denn geschafft? Ist noch einer. Und den wirst du auch nicht so schnell los, wenn ich den von hier aus nicht treffe. Wo ist die denn hin? Wahrscheinlich die Wand entlang. Was gibt's denn hier? Ein Gefangener. Aus der Rand, glaube ich. Was? Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine gute Idee, aber... Hier das Sagen hat. Falls sie einen Angriff auf Fahrlicht planen, muss ich ihn verhindern. Frage ist nur, wie komme ich da rüber? Da, die Wand. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ist jetzt nicht so eklig, so angenehm, aber... Ich glaube, eins dieser Gebäude ist eine Kommandozentrale. Keine Ahnung, wer da was ist. Irgendein Zeichen vom Feind? Ich wünschte, der Feind würde sich zeigen. Ich habe keinen Kampf gehört.
ist wieder da, hm? Ich hab sie! Gut, machen wir es mit Säure. Eklig, ne? Ich will zwar nichts sagen, aber... Mal sehen, was ihr mit all dieser Lohe anstellen wollt. Jo, sieht doch gut aus. Ich weiß jetzt nur nicht, wen ich da jetzt gerade gekillt habe. Aber das weiß der bestimmt. So, nach dem Part muss ich mich mal um diese scheiß Fliege gucken. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Die sind immer unterwegs. Ohne Probleme. Nerven überhaupt nicht. Getreue Tenakt! Hört mich an! Man sagte mir, ein Soldat sobald ich aufnehme, Lagers habe einen der Söhne des Prometheus entweder hier Streit auf dem Bildschirm, provoziert. Hier auf dem Ding, ihr solltet lieber oder nicht hier vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Ja, genau. Der nächste Narr, der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Sympathisch. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regala. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regala arbeitet also nicht allein. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Erwitterte Schriften. Habe ich die jetzt untersucht oder nicht? Eine Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. Dann kümmern wir uns doch mal drum, oder? Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Karcher Feuerwappen. Oho, hallo. Da kann ich irgendwie... Nee, die sind noch nicht frei. Hallo. Sweet. Das gefällt mir eigentlich auch nicht schlecht, aber es ist halt... Ja. Ist halt wirklich... Ist halt Feuer, ne? Das ist gut gegen Gift. Das ist gut gegen Blitz und Gift. Also das ist relativ gut. Das ist halt Frost. Und das ist halt... Ja... Limit, geschickte Plünderin, Konzentration, Tarnfernkampf. Nora-Streiterin, Eindringling, Fallenstellerin, Kriegerin, Jägerin. Eindringling, ja, ist eigentlich auch nicht schlecht, aber Streiterin, ich weiß nicht, was besser ist. Nehmen wir mal das Normale. Ich hab die doch durchsucht, oder nicht? Ja. Sie haben Lore zusammengetragen. Und mit der Menge da draußen können sie etwas Großes sprengen. Sie werden Fahrlicht sprengen. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Regala plant also, das Sonnenreich anzugreifen. Sofern sie eine ausreichend große Armee aufstellen kann. Gut, dass ich die Lohe gesprengt habe. Fahrlicht dürfte sicher sein. Fürs Erste. Das kriegen wir hin. Ach, ich will doch diese Lümmel hier. Ja gut. Das hätte ich mir jetzt auch großartig sparen können. Die Maschinenscherben da. So, wunderbar. Bleiben wir mal da. Wir haben Fähigkeiten wieder. Jägerin, Überlebende, Fallenstellung, Kriegerin.
Machen wir mal Eindringling. Was haben wir denn hier? Verursache Enttarnung mehr Reißschaden und verbessere die Fähigkeit. Verbessere so die Fähigkeit, die Rüstung eines Gegners oder Maschinenteile zu entfernen. Nicht schlecht. Okay, da muss ich noch mehr machen. Was haben wir hier? Stiller Schlag. Stelle Gesundheit wieder her, wenn du beim Stillen angreifst. Was haben wir hier? Das ist nicht schlecht. Fähigkeitspunkte, Stufe. Was? Aktiviere. Eine auf Pirscher-Technologie basierte Tarnvorrichtung. Das. Aua, Bohauer, sage ich dazu nur. Ja, Rauchbomben brauche ich jetzt nicht zwingend. Wunderbar. Gefällt mir. So, das habe ich auch geklatscht. Todbrüche habe ich auch geklatscht. Himmelsgleiter-Arsenal. Unbekanntes Lagerfeuer. Das bedeutet, ich muss ja erstmal hier zurücklatschen. Aber wir haben, es lief gut. Wie lange sind wir denn in der Aufnahme? Ja, ich würde sagen, das war eigentlich auch ganz... Damit können wir auch getrost in den nächsten Part schlittern. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.